Sonic Colors Ultimate kommt schon in genau 6 Tagen raus und verdammt, ich bin gehypt. Was? Du bist dir noch nicht sicher, ob du Sonic Colors Ultimate kaufen willst oder willst einfach nur noch mehr gehypt sein? Say no more, hier sind 7 Gründe, warum Sonic Colors Ultimate es absolut wert ist und absolut Hype verdient. Legen wir los. Grund Nummer 1, verbesserte Grafik. Das Spiel ist bekanntlich ein Remaster und verdammt, es sieht so viel besser aus als früher. Als Street das Spiel auf der Wii gestreamt hat, sind mir bei der Wii-Auflösung fast die Augen aus dem Kopf gekugelt. Ich meine, was ist das? Ein Zensurbalken? Die Hintergründe sehen so viel detaillierter aus. Sonic selber ist ziemlich detailliert, auch wenn er ein bisschen überbelichtet ist. Fire! Dazu läuft das Spiel in butterweichen 60 FPS und im Vergleich zur Wii-Version, welche nicht ganz so schön 30 FPS lief, ein wahrer Segen. Grund Nummer 2. Das Spiel ist auf allen vorstellbaren Plattformen. Endlich ist es aus den Fängen von Nintendo befreit. Lauf, Colors! Nur auch Colors DS! Aber im Ernst, Colors war das erste Spiel nach 2006, welches von Fans und Kritikern wieder als verdammt gut anerkannt wurde. Und dieses Spiel jetzt auf allen Konsolen zu haben, ist ein guter kleiner Neuanfang. Besonders nach dem mittelmäßigen Chaos namens Forces. Hey, ein Diddy-Video ohne Forces-Diss ist kein Diddy-Video. Und dazu hat jede Plattform auch noch ihre Vorteile. PlayStation und Xbox mit ihrem gestochen scharfen UHD und 4K und die Switch mit ihrem Handheld-Heimkonsolen-Ding. Ich meine, wie cool ist das? Ihr könnt Colors am Klo, bei eurem Girl zu Hause oder sonst wo spielen. Mein Girl hat mich verlassen. Und zum PC komme ich jetzt bei Grund Nummer 3. Mods. Da das Spiel auch auf dem PC erscheinen wird, ist es unvermeidlich, dass es so viele gute Mods geben wird. Man muss sich nur mal Generations angucken, was es da für Mods gab. Die ganzen Taglevel von Unleashed wurden ins Spiel gemoddet. Jeder erdenkliche Charakter ist jetzt spielbar. Sogar Rainbow Road aus Mario Kart ist plötzlich in dem Game und ich liebe Mario Kart. Aber was ist besser als Mario Kart? Richtig, Mario Kart Strecken mit Sonic. Nein, aber im Ernst, die Möglichkeiten dank Modding sind unendlich. Übrigens ganz kurz, wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, weil es dem Channel wirklich immens beim Wachsen hilft. Und schon geht's weiter mit Grund Nummer 4. Das Remaster wird von Blind Squirrel Games gemacht. Ich hatte erst keinen Plan, wer die sind, aber nach bisschen Research habe ich gefunden, dass sie auch für die Bioshock Collection und die Mass Effect Legendary Edition verantwortlich sind. Und soweit ich weiß, haben die das ganz gut gemacht. Das Remaster ist also in erfahrenen Händen. Ich bin nur froh, dass Sonic Team sich nicht wieder aufteilen musste, dass eine Hälfte an Rangers arbeitet und die andere an dem Remaster, weil Sega-Aufteilgeschichten sind noch nie gut gegangen. Noch nie. Grund Nummer 5. Die Digital Lux. Die Digital Lux? Digitaler Lachs? Grund Nummer 5. Die Digital Deluxe Version. Die Digital Deluxe Version ist so verdammt cool. Wenn man diese vorbestellt hat, kann man das Spiel ganze 5 Tage vor dem eigentlichen Release spielen. Also an Release dieses Videos morgen schon. Dann gibt's noch exklusive Musik, so goldene und silberne Schuhe und so. Und ein paar exklusive Film-Sonic-Player-Icons und einen auswählbaren Film-Sonic-Boost-Effekt. Alles ganz cool, aber sind wir ehrlich, Early Access ist das Beste daran. Leute, kauft euch das Spiel schon jetzt, dann könnt ihr es morgen schon spielen. Oder checkt meinen Twitch-Channel um 15.30 Uhr ab, würde mich sehr freuen. Grund Nummer 6. Die Colors-Animation. Nach den erfolgreichen Sonic Mania und Team Sonic Racing-Animationen auf dem offiziellen Sonic-Channel kamen nun noch 2 weitere, nur für Colors Ultimate geschaffene Animationen raus. Rise of the Wisps heißt das Ganze und ich liebe die Animationen. Die sind so charmant, haben einen guten Humor und hypen das Game einfach auf. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann checkt sie auf jeden Fall aus. Oder noch besser, checkt meine deutsche Version dazu aus. Ja, ich fand die Animation so cool, dass ich beide Parts komplett auf Deutsch vertont habe. Erste Kapsel voraus! Hier direkt nach links, Sonic! Alles klar! Und ein kleiner Bonusgrund, der deutsche Dub. Wo wir gerade schon bei Dubs sind, tatsächlich wird das Spiel diesmal auf Deutsch vertont sein und niemand anderes als Marc Stachel, die offizielle deutsche Stimme von Sonic seit eh und je, ist wieder am Start. Und das, obwohl er mit dem Synchronsprechen eigentlich aufgehört hat. Aber für Sonic boostet er nochmal vors Mikro und wer damals Sonic X geguckt hat, wird sich auf jeden Fall freuen, ihn wiederzuhören. Das S-Team, hä? Das S muss für Slow Motion stehen. Nur wer Pokémon damals geschaut hat, könnte möglicherweise auch Rocko dabei raushören. Hast du das gehört, Ash? Aber hey, ist das nicht eher ein Win? Und zu guter Letzt, Grund Nummer 7, neue Features. Als wäre ein verdammt gutes Remaster nicht gut genug, gibt es auch noch viele neue Features. Es gibt einen neuen Rival Rush Mode, wo man gegen Metal Sonic racen kann, um ein paar Unlockables freizuschalten. Und wer liebt nicht die alte Roboterkopie in Grund und Boden zu racen? Dann die ganzen kosmetischen Sonic-Anpassungen. Ja, man kann jetzt quasi Sonic-Style-Boutique spielen. Und ich bin allemal dafür am Start. Und dann noch der neue Wisp, der Jadegeist, welcher Sonic durch die Level hindurchfliegen lässt und an neue Orte bringt, welches vorher gar nicht mal gab. Nur ich glaube, den Wisp gab es schon mal. Und zwar ein Sonic Adventure. Spaß, Freunde. Es gibt noch den Tailsave und 1000 andere kleine Sachen, aber ich denke, ihr checkt's. Die neuen Features sind geil. Wenn ihr jetzt aber noch mehr Details wollt, dann schaut auf jeden Fall bei meinem Kumpel Dreed in seinem Video vorbei. Er hat wirklich alles in
diesem Video zu Sonic Colors Ultimate erzählt. Und das wären alle meine Gründe gewesen. Und? Seid ihr auch so gehypt wie ich? Oder habt ihr euch das Spiel vielleicht sogar schon vorbestellt? Schreibt's mir gerne unten rein. Außerdem, da ich mir die Deluxe-Version geholt habe, werde ich morgen auf meinem Twitch-Channel mit einem Kumpel meine ersten Erfahrungen mit Sonic Colors Ultimate streamen. Wenn ihr dabei sein wollt, checkt den ersten Link in der Beschreibung. Dort ist mein Twitch-Channel verlinkt. Und zu guter Letzt noch, wenn ihr mehr Gaming und Sonic Content wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Dann wird's nämlich viel mehr davon geben. Und damit verabschiede ich mich auch. Ich bin absolut gehypt und vielleicht bis morgen ja auf meinem Twitch-Channel dann. Peace! Tschüss!